Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti beim Bande. Heute ist der 26.09. Unser 11. Tag, bla, genau, von meiner 100-Tage-Challenge und ja, ich muss sagen, es geht. Also ich habe Bock auf StarCraft. Ich muss aber ehrlich sagen, also kennt ihr das Problem? Ihr habt Bock zu zocken, aber ihr traut euch nicht? Kennt ihr das? Schreibt mal ruhig mal in die Kommentare, wie es ihr davon haltet. Also ob ihr das Gefühl auch kennt, also. So ein bisschen so, ich hab übelst Bock aufs Spiel und denk so, na, jetzt noch nicht, vielleicht doch nicht, weiß noch nicht, vielleicht später, mal gucken. Also wenn ihr es auch kennt, schreibt einfach mal in die Kommentare und dann, wenn wir mal sehen, können wir gleich mal drüber über das Thema diskutieren. So, wir spielen gegen Zerg. Zerg ist zurzeit mein Hass-Race, also gegen Zerg bin ich zurzeit sehr schlecht, sage ich mal. Die sind einfach extrem stark, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum Zerg zurzeit so extrem stark sind. Also gegen mich jedenfalls. So, wir spielen unser Standardbild noch. Wir könnten höchstens Archon-Drop könnten wir noch machen. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Oh, die muss ich mal runterschicken. Ich spiele das mal in unser Standard-Drop. Plop. Kann sein, dass es jetzt alles ein bisschen später kommt, aber das ist okay. So, noch keine Exe beim Zerg, also cool first. Hihihi. So, der wurde mein zweites Gate. Hier gehen hochgucken. Das ist definitiv cool first. Wir könnten auch eine Forge-Exe machen. Doch kein Pool First. Was? Dann ist er tot. Also was heißt tot, aber dann ist er halt ziemlich hinten dran. Ich glaube nicht, dass er doch ein Doppel-Ext. Keine Linge. Nee, wir machen keinen. Oh, nicht vergessen, Klon zu setzen. Nein, wir machen keinen Cannon Rush. Aber wir können es forcen. Nein, ich bin nur zu spät. Ah, ich wollte nur abbrechen. Okay, das haben wir verkackt. Vor noch zwei Stalker. Musste halt ein paar Linge bauen. Die Schlacht wartet. Auslöschung. Hor Salar. Vorwärts. Niemand kann uns aufhalten. Ich bin hier in den Schatten. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Die Templer rücken vor. Boah, das ist ein bisschen viele Linge. Was ist euer Beginn? Ich bin das Herz der Flut. Kalt ist die Lehre. Das sind ganz schön viele Linge. Aber wir haben noch keinen Baneling Pool gesehen. Also es ist alles noch nicht so wild. Haben ein paar Drones gekillt, das reicht aber eigentlich nicht. Overlord haben wir gekriegt.
muss doch bestimmt noch ein Overlord sein. Hat halt 3 Gates, ne? Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Huch. Ihr seid auf mich angewiesen. Wir sind ein. Doch, Banelinge. Mann, ich will doch nur meine Worker switchen. Wahnsinn, ey. Das will aber wissen, ey. Problem ist, wir wissen nicht, was er macht. So, der muss unbedingt scouten, ey. Gerade fast seinen eigenen Koloss gekillt, ey. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Tja. Ach. Forschung abgeschlossen. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren.
Ich würde nicht gleich wundern, wenn gleich noch Muten oder so ein Scheiß kommen. Hält mich halt ziemlich lange auf One Base. Two Base meine ich. Und das ist halt richtig scheiße. Deswegen werde ich jetzt gleich auf Flieger switchen, weil. Komm ich mal Banelinge wieder. Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar, die Templer. Ihr habt nicht. Mein Leben für Ajur. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Jetzt kommt er. Erfolgreich. Das hat aber wirklich alles verloren, ey. GG. Puh, was für ein Spiel, ey. Nur mit Ling und Baneling genervt, ey. Ich dachte, der kommt dann noch im Mutas, aber anscheinend doch nicht. Fuiuiuiui. Oh, wir sind fast bei 4100, also wird langsam. Keine Ahnung, was der sonst so war. Gut, dann drücken wir an, machen wir einfach weiter. So, kurz noch was. Und ich habe es zu trinken schon eingegossen, sehr schön. Nebenbei noch ein bisschen was trinken hier. So, was war eigentlich die Frage nochmal vorhin? Genau, das Gefühl, spielen zu wollen, aber es nicht zu wollen. Das ist echt, echt komisch, keine Ahnung. Angenommen, ich habe den ganzen Tag Zeit zum Zocken zum Beispiel, denke ich, ja, ich könnte ja StarCraft zocken. Nee, anstatt zu zocken, gucke ich einfach irgendwelche Videos mit StarCraft. Tja. Obwohl ich eigentlich Bock habe zu zocken. Aber ich zocke irgendwie dann doch nicht. Deswegen mache ich auch eigentlich übrigens diese Challenge. Damit ich halt zocke. So, wir haben den gleichen Zerggegner nochmal. Ich komme wahrscheinlich wieder mit Baneling, Boomling und hast du nicht gesehen? Ja. Schade, ist aber schon späte Echse.
gucken, ob er nimmt wieder eine dritte wahrscheinlich. So, und wir probieren jetzt den Cannon Rush. Noch keine Echse. Machen wir ein bisschen Cheese-Style. Wollte ich doch. Wir wollen trotzdem unten Cannon hin. Oh, ich glaube, er mag mich. Wird nicht mich überhaupt nicht mögen, sag ich dir. Ja, kann ich abbrechen. Sonne wieder heimschicken und unser Exit. Oh, ich hätte schon längst einen. Da wird er jetzt gleich wahrscheinlich mit ordentlichen Lingen kommen. Und wenn wir geforst, dass er Linge baut, haben die Echse abrechnen lassen. Also was wollen wir denn eigentlich mehr? Sollten auf jeden Fall noch zwei Pylons bauen, falls wir den letzten Pylon verlieren werden. Was war das für ein Geräusch? Ich bin hier. Basis wird angegriffen. Ah, Road Ravager. Dann kommen wenigstens keine Muten. Ich bin hier in den Schatten. Erneut diene ich. Wie wird das vergessen hier? So Doc. Da kommen viele Roaches. Zum Haus. Ich
Also er ist nicht schlecht, aber auch nicht der Beste. So, jetzt geht er auf Fight Wars wahrscheinlich. Immer noch Roaches, keine Upgrades. So, wir brauchen Pylonen. Da ist noch nichts dran, noch ein bisschen. Können wir eigentlich schon die nächste nehmen? Wird es gleich nochmal kommen? Keine Hydras. Zweite Robo. Die ist voll besetzt. Ah, da verlierst du jetzt aber deine Roaches, wenn du da weiter kämpfst. Upgrade durchgeführt. Warum unbedingt das hier? So, die Main ist jetzt leer. So, wir brauchen hier gleich Storm. Nicht genügend Energie. Bräuchten wir mehr Linksgebäude, ja. Das mag ich an den Zerg nicht, dass sie die Chance haben, so schnell hin und her zu rennen. Der
der Kampfesruhe wird unterteilt erschöpft. So, wir holen uns jetzt einfach seine Base. GG! Oh, ich hätte fast wieder meinen Observer verloren. Und da haben wir es geschafft, über 4116 MMR. Und wir werden besser gegen Zerg, das ist gut. Immer besser, immer besser. Puh, hätte noch einiges besser machen können, aber es war eigentlich ganz okay. Außer jetzt zum Schluss hat man viel zu viel Overmins. Und dieses Hin und Her vom Zerg, das ist immer so anstrengend. So, ich würde sagen, das reicht aber auch für heute, weil jetzt zittern die Hände. Und ja, wir sagen, dann sehen wir uns morgen wieder und bis dahin, tschö, tschö, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschö, tschö.